So, hallo und alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Jo, beim letzten Mal haben wir hier dieses kleine Rätsel entdeckt, von dem aus wir dann mit der Hilfe von irgendwelchen lustigen Winden es schaffen sollen, da hinten auf der einen Plattform da zu landen. Zumindest glaube ich, dass das dieses Rätsel ist. Dann gucken wir uns doch mal das Ganze hier an, ob es irgendwo auch die. Also, wo ich denn hier so eine gute Route finden kann, die hier lang geht. Ja, genau. Hier muss ich dann drauf landen. Das mache ich mit diesen Winden, die da drüben überall ihr Unwesen treiben. Jo. Und dann mache ich aber auch erstmal diese. Also aktiviere ich erstmal diese Quest. Weil ansonsten ist es ein bisschen doof, wenn da irgendein komischer anderer Questpunkt aktiviert ist. Der mir aber im Endeffekt nichts bringt. So, ich glaube, von hier zwischen den beiden Steinen geht's los. Also hier rein. Dann da hoch. Dann hier nach rechts. Nee, so nicht. Hier dann schön nach oben. Dann machen die Steine. Aha, hier fehlt noch was. Ablegen, runterspringen. Ah, ich muss mich irgendwo auf den Stein hinstellen, damit ich die Bombe auch zünden darf. So und kabum. So, jetzt ist der Weg des Windes da frei. Das heißt, probieren wir es mal aus. Okay, von da drüben komme ich in diesen Wind rein. Also springen wir mal von hier. So, hoch. Dann darüber in diesen Strömungswind rein, der uns da lang bringt. Genau hier lang. Hier und dann da dick durch. Nee, war falsch. Doof. Okay, der Wind geht aber auch hier lang. Sehr schön, das war schon mal gut. Vielleicht muss ich von irgendwo da weiter hinten starten. Das heißt, wir. Ah, da oben ist noch mehr Steine, die ich kaputt machen muss. Ah! Oh, das Rätsel gefällt mir gerade. Schade. So, und wie ich das machen werde, ist, wir gehen hier hin, schmeißen die Bombe in den Wind. Und es hat nicht geklappt. Schade. Na gut, dann geht es jetzt erstmal hier rüber. Und zwar außerhalb dieser Windhosenkanals, was auch immer. Oh, Octorok. Ein Haufen von denen. Schweinerei. Okay, gegen die Octorok habe ich keine Lust, einfach so zu kämpfen, sondern gegen die wird eine Bombe verwendet. Als ob der nicht verreckt ist. Oh, einfach mal im Kreis rennen. So, der erste down. Warten, bis die Bombe wieder regeneriert ist. So, zweiter auch down. Können wir noch ein paar Octorok-Materialien sammeln? Oh, der hat mich doch gar nicht gesehen. Oh, da sind ja noch zwei! So, einer down. Holzpfeil für mich. Hier hoch. Da ganz nach oben. Die Bombe schmeißen. Und kaputt. So, und Schwertschnappe habe ich gefunden. Ich habe auch das gefunden. Und oje, hat er viele Ballons dagelassen. Jetzt geht es erstmal darum, uns hier diese Kiste zu snacken. Sie aufzumachen und gucken, was drin ist. Und wir haben ein Rotonit. Oh. Oho. Sehr schön, sehr schön. Das ist doch sehr willkommen. So, zusätzlich noch ein Schwertschnapper. Okay, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, da diesen Durchgang zu zerfetzen. Ich glaube, das ist gewollt, dass man das von hier macht. Bombe rein, dann fliegt sie, rollt ein bisschen.
Reicht das schon? Nö, schade. Na gut. Dann klettern wir darüber, hoffen, dass man sich da oben irgendwo hinstellen kann, sodass man da die Bombe dann angenehm schmeißen kann. Aber das werden wir nur sehen, wenn ich da drüben bin. Oh Gott, es ist hier viel bewölkt. Nee! Schweinerei. Vielleicht muss ich die Bombe auch einfach nur ablegen, sodass sie dann... Oh. Sodass er dann von dem Wind da reingetragen wird und dann irgendwann zünden. Das funktioniert? Nö, schade. Warum nicht? Das dürfte doch eigentlich auch funktionieren, wenn ich das Ding einfach von hier schmeiße, oder? Nee, verdammt. Dann von hier. Komm schon, das ist richtig nah dran. Ja! So, da sind jetzt alle Windkanäle zusammengeführt. Die dürfen damit einen richtig fetten Windstoß genau bis nach darüber bringen. Damit ist das Rätsel jetzt gelöst. Und jetzt ist es auch aktiviert. Perfekt. Uiuiui, fällt's darüber. Okay. Das heißt, wir fangen da drüben dann an. So, und zwar genau bei der Palme. Nein, bei der Palme will ich anfangen. Nicht Palme, sondern bei dem Baum. Mal schauen, mir ist mal aufgefallen. Vielleicht gucke ich dann mal, sobald ich hier mit diesem Rätsel fertig bin, nach den Erinnerungsfotos, weil ich davon ja auch mal wieder ein paar machen könnte. Aber erstmal geht es los. Also hier nach links, mit dem nach oben, damit ich hier nach rechts komme. Verdammt, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. So, dann hier hoch. Hier durch, da rein. Schön geradeaus, möglichst nicht gegen die Steine. Und dann in den fetten Wind, der uns bis ganz nach da drüben trägt. Perfekt. Genau. So muss es doch sein. Wunderhübsch. Und schon ist es gelöst. Und der Schrein auf der Heroninsel ist fast für mich freigegeben. Aber wird sein in wenigen Sekunden. Oh, Momentchen noch. Yes. Sehr schön. Zähmer des Windes geschafft. Und ich finde dafür, da das jetzt so eine krasse Prüfung war, könnte der Shiota-Schrein auch so korrekt sein wie der Schrein, den es am Seelerwasserfall gab. Und einfach sagen, yo, du hast die Prüfung geschafft, denn du hast mich gefunden. Das fände ich sehr, sehr nett. Aber das werde ich nur sehen, sobald ich jetzt hier auf Untersuchen drücke und es dann in unserem krassen Ninja-Gewand mit dem dicken Ninja- bzw. Senshin-Schwert auf dem Rücken abwärts geht. Ei. Warte, es gibt Elektro-Exalfos. Hui. Gegen die ist dann wahrscheinlich nicht so witzig werden. Oh. Das sieht gut aus. Ja! Jawohl! Aha, perfekt. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Shiota. Du hast die Prüfung bestanden. Oh, bin ich gut. So kann ich jetzt auch schön schnell hier durch diesen Schrein durch. Ah, fühlt sich das gut an. What? Ein Feuergroßschwert. In der alten Zeit hat ein Goronenschmied diese magische Waffe im Feuer des Todesbergs gestellt. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer speit. Dafür ist in der Tasche kein Platz. Oh, ne. Oh halt. Dafür werde ich Platz schaffen. Was schmeiße ich hinweg? So ein Wächterschwert? Nö. Eigentlich könnte ich so ein Sora-Schwert wegschmeißen, weil es gar nicht mal so krass ist. Jedoch bin ich nicht so ein krasser Fan von den Zweihändern. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt auch ein Zweihänder ist. Aber der hat Feuer. Das ist ein Feuer-Zweihänder. Schaut ihn euch an. Wusch. Perfekt. Super ist das Teil. Gut, ändert aber nichts daran, dass ich jetzt hier mir noch mein nächstes Zeichen der Bewährung abhole.
Und ich habe gar nicht im Blick, ob es jetzt schon 3 oder 4 ist. Aber irgendwas davon wird es sein. Und dementsprechend gibt es bald einen neuen Container für mich. Ob Ausdauer oder ob Herz, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir bald sehen. Im Namen der Gnüller, vielleicht die Einzeichen der Bewährung. Ich bin krass. Gib es mir. Dann musst du es nur noch nehmen, Link. Nimm es. Jawohl. Oh. Ja, Zeichen der Bewährung. Ah, 1.3. Okay, ist auch nicht schlecht. Hier ist mein Dienst erfüllt. Möge den Hylia dir beistehen. Alles klar. Dann mach mal, Hylia. Ich gehe jetzt nämlich hier wieder raus. Guck dann nochmal, ob ich die Küste ein Stück unsicher machen kann. Und dann gucke ich mal nach den Fotos. Wobei, ich kann jetzt einmal mal kurz die Fotos durchgucken, ob mir irgendwas spontan bekannt vorkommt. Wenn es das nicht tut, dann halt nicht. So, also, das war Album. Genau, Fotos. Da ist so ein Platz, das sind die Zwillingsberge. Das ist ein Titan da oben. Das ist dieses Fliegeding. Da sind Palmen und das dürfte irgendwas so ein strandmäßiges Ding sein. Da ist Schloss Hyrule drauf und das ist irgendwo auf dem Berg. Und der Titan ist da noch im Blick. Eine Wiese und Schloss Hyrule ganz in der Nähe. Baum, 2 Statuen und Brücke. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist close in Schloss Hyrule. Das ist eine, so ein Engelsding. Ein Pferdeteil. Und ein Wald. Ansonsten sind das nur noch Fotos, die ich selbst gemacht habe. Alles klar. Den hier wäre der einzige, der mir jetzt so spontan einfällt, den wir machen können. Vielleicht auch noch der. Oder der. Aber da ist eigentlich das Schloss viel zu nah dran auf dem Bild, als dass es schon nah wäre. So, deswegen lassen wir die Fotos im Moment erstmal kurz Fotos sein. So, dann kümmern wir uns um das nächste Foto, wenn wir dann mal hier dieses Gebiet bis auf Weiteres mehr oder weniger hinter uns lassen können. Da oben wollte ich nochmal hin. Safe Call. Deswegen kommt da ein Stern hin. Überall, wo ein Stern ist, will ich nochmal hin. Also da ist Loot, da ist Tod und Verderben, da ist was zum Kochen, das kann ich auch wieder als Stempel wegmachen. Tod und Verderben, da will ich noch hin, da will ich hin, da will ich hin. Jo. Da ist die schwierige Kraftprobe, da ist die mittlere Kraftprobe, das ist klar, dass ich die noch nicht abgeschlossen habe. Da ist die doppelte Erinnerung, weil ich noch nicht den anderen doppelten Erinnerungsschrein gefunden habe. Jo. So, aber ich glaube, dass hier irgendwo dann das Foto drin sein wird. Hier irgendwo liegt dann Schloss Hyrule oder so. Ja, aber erstmal bin ich jetzt da. Und kann dann noch die Taulus-Hochebene und die Lodrum-Halbinsel bis zum Kaptan und Winter ein bisschen erforschen gehen. Auch wenn es jetzt schon wieder hart bewölkt ist. Hier ist ja überall hart bewölkt. Guck mal auf die Wettervorhersage. Überall Wolken. Nix aus Wolken. Und da oben ist ein Wächter. Schweinerei. Ich habe ihn, glaube ich, schon gesehen. Ey! Wer war das? Wer hat mir versucht, die Kugel auf die Mütze zu schmeißen? Dem trete ich in den Hintern. Komm, schnell hoch da. War keiner. Alle weg. Also hat die Kugel sich einfach so spontane Selbstentzündung mäßig, nur dass die Kugel nicht gebrannt hat, sondern sich auf mich gestürzt hat. Gemeint, yo. Ich stürze mich jetzt auf den. Bom! Renn, Fuchs, renn! Und Grog. Genau. Hallo, kleiner Kerl. Ui, du hast mich entdeckt. Hab ich. Grog-Samen. Tschüssi. Renn weg, Fuchs, renn! So. Oh, Elektrofledermäuse. Ein Prinzessin-Enzian. Oh, cool. Die Dinger sollen wohl selten sein. Habe ich zumindest mal gelesen, wahrscheinlich als ich das erste Mal so ein Ding gefunden habe. Geh kaputt, kleines Drecksvieh. Andere Richtung, die Richtung und hau da drauf. So, danke sehr. Gehen Sie hier lang, schwarzes Schwein. Tut nix, gar nix, rennt weg.
Ich muss sagen, diese Landschaft erinnert mich wieder so ein bisschen an The Witcher, aber diesmal an die Skellige-Inseln. Denn auf den Skellige-Inseln gab es dann auch so karge Bäume, steile Klippen und gleich werde ich geschockt oder doch nicht wieder schnell genug. Und überall so irgendwelche komischen Gegner, die einem an den Kragen wollten. Ja, Witcher war schon ein schönes Spiel. Und bald werde ich es wieder spielen, sobald ich hier mit Breath of the Wild fertig bin. Oh, Viecher! Die gehen wohl nicht davon aus, dass sie jemals irgendwann mal entdeckt werden. What the fuck? Was ist das denn für ein Vieh? Ich will nicht wissen, wie viel HP das hat. Oh, doch, will ich wohl wissen. Deswegen ziehe ich mir jetzt mal das da an. Und das Kletterkopftuch. Und diese da. 360 HP. Doch gibt es da haufenweise Dinge, die nur ein HP haben. Und ich weiß nicht, was das ist. Ob das Feuerfässer sind oder irgendwas anderes. Nein! Oh, da ist mir gerade das Herz fast in die Hose gerutscht. Und zwar nicht nur fast. Okay, also. Schleichstuff. Dann fettes, dickes Schwert. Und dann nach Möglichkeit mit einem Hupfer, sodass ich keinen Sound mache hier runter. So, hingehen. Erstmal klaue ich dem noch die Waffe. Ein Trio-Exal-Boomerang. Fuck, dafür ist die in der Tasche kein Platz. Ich will den aber überfallen. Wieso darf ich den nicht überfallen? Ich habe mich angeschlichen und der rafft nichts. Nein, ich will den nicht nehmen. Jetzt aber. Und noch ein Hit. Oh, okay. Jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe. Andere Waffe. Nehmen wir mal eine Sora-Lanze, um die sie ihm erstmal ins Gesicht zu schmeißen. Das Vieh brennt. Oh, okay, ist down. Dann nehmen wir jetzt den Trio-Exal-Boomerang und hauen ihm mal hart aufs Maul. Fuck, der hat mich halt hart gewonnen-hittet mit dem Ding. Puh, Emifa. Vielen, vielen Dank. Scheiße, was waren das für Viecher? Jetzt soll hier aber auch mal der krasseste Überloot drin sein. Ein Saphir. Oh. Ja, ist okay. Ist okay. Ist ja nicht so, dass ich eigentlich gestorben bin. Und mich, die Tante, die mich, ja, die eigentlich den Link mal heiraten wollte, aber dann von dem Monster geplättet worden ist, was ich auch schon besiegt habe. Ja, wenn die nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt richtig hart Rieb. So richtig Rest in Pepperoni. Vielleicht auch Rest in Potatoes. Wer weiß das schon? Oh, noch ein Hinox. Den kann ich bekämpfen. Okay. Den kann ich tatsächlich bekämpfen. Nein, falsche Taste. Diese Taste. 36 Damage, 38 Damage. Nehmen wir den, weil es eine Einhandwaffe ist. Springen runter, schleicht uns an. So, das Ding kann ich den auch aufladen. Ja, und Feuer. Oh, jetzt ist meine komplette Ausdauer im Arsch und ich kann da nicht mehr hochklettern. Oh, shit. Komm, spring mal schnell. Spring hier ganz schnell. Danke. So, Hinox, also dann. Nein, nicht mit dem Pfeil, mit dem Pfeil. Vielleicht aber auch mit dem Pfeil. Ich hoffe, er kommt hier nicht hoch. Oder zumindest nicht so hart hoch. Shit. Komm schon. Der war gut. Voll ins Auge. Ich hau den gerade gegen irgendwelche Beinschützer oder so. Okay, der hat tatsächlich Beinschützer. Das heißt, wir beschmeißen die jetzt mal mit einer Bombe. Und ganz schnell mal vorbeisprinten. Oh. Der fette Bastard. So, jetzt kriegt er noch einen ins. Am besten ins Auge. Nee, der war nicht ins Auge. Shit. Jetzt aber. Nein. Und weg hier. Fuck this shit, I'm out. Der wird er doch wohl runterhüpfen. Und doch, wird er wohl.
Ne, wird er nicht. So, Talos hochhebende Hinox. Alles klar, dann geht's wohl jetzt mal hier auf den Stein hoch. Damit wir gut und gerne fast auf Augenhöhe mit dem sind. Und dann können wir mal da eine Bombe hinschmeißen und hoffen, dass er genau den Pfad nimmt. Oh, die Bombe liegt nicht gut und wenn ich jetzt runtergehe, ist das auch kacke. Also wieder hoch, schnell. So. Am besten läufst du noch ein Stück hierher zu mir. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, hat's getroffen. Na, schade. Weiß ich nicht genau. Komm schon, aimen. Nein, nicht so aimen. Besser aimen. Fuck. Und wieder weg. Ich krieg's im Moment nicht hin, gut zu aimen. Jetzt schmeißt er gleich mit dem Baum. So, da geht er runter. Ist alles gut. So, und Momentchen noch. Jetzt. Hallo, der Beinschutz geht halt nicht kaputt. Einmal mitten zwischendurch rennen. Wie? Als ob. So. Perfekt. Okay, das war gut Damage. Hat funktioniert. Hier steht ja noch eine große Maxi-Rübe rum. Die gönne ich mir, nachdem er down ist. Oh, jetzt rafft er was. Fuck, falsche Richtung. Andere Bombe. Bombenmodul. Sogar ablegen, weil der schon so nah ist. Explodieren lassen. Und der Beinschutz geht halt nicht kaputt. Jetzt können wir uns auch nochmal die Rübe snacken. So. Komm her. Oh. Ich muss einfach schneller sein. Komm, jetzt hau ich dem einfach mal eine. Oh nein! Down! Woo! Talos hochhebende Hinox! Down! Also, was hat er mir da gelassen? Ein Königsschwert, 36 Damage. Dieses Schwert bekam nur verdiente Veteranen vom König verliehen. Es verbindet eine augenschmeichelnde Form mit äußerst hoher Angriffskraft. Die Waffentasche ist voll Schweinerei. Boomerang weg, Königsschwert in meine Tasche. Und Röstschnapper. Dieser Schnapper, ein Salzwasserfisch, wurde im Ganzen gegrillt. Er besitzt ein unverkennbar zartes, weißes Fleisch und eine knusprige, aromatische Haut. Und ich habe jetzt Hunger bekommen. So eine Schweinerei, Röstmaxilachs. Ein frisch gefangener Maxilachs wurde ohne weitere Zutaten über offenem Feuer gegrillt. Von diesem edlen Fisch kann selbst die Haut verzehrt werden. Ah, jetzt habe ich Hunger. Wie viel Uhr haben wir? Ja, 10:45. Na dann gibt's bald den Mitternachtssnack. So, ich bin schon am Aufnehmen seit ja knappen 3 Stunden. Ist okay. Ah, da ist ein Grog. Also dann markieren. Da ist noch ein Grog. Den hole ich mir jetzt aber nicht wegen den. Weil es so richtig pfeilverschwendend ist. Hier 12 Stück von denen habe ich nur noch. Peng. Oh! Lol. Okay, ich dachte, ich müsste mehr. Wie heißt das? Pfeile kaputt machen. Dann wohl. Mehr Ballons kaputt machen. Dann wohl nicht. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ein Opal unter einem Stein. Und noch einer. Wow. Das ist ja mal krass. So, was ich aber sonst noch machen wollte, ist die Folge beenden. Denn ich nehme hier schon wieder viel zu lange auf. Ne, viel zu lang ist es nicht, aber lang genug, sodass die Folge beendet wird. Und gleich fängt es an zu regnen. So eine Schweinerei. Na gut. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie das getan hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dann, haut rein und ciao.